I'm back. Heute erzähle ich euch von den Büchern oder von ein paar von den Büchern, die ich in den letzten Monaten so gelesen habe, während ich ein paar meiner Nähprojekte fertig mache. Ich habe nämlich ein paar Anpassungen hier zu machen, ein paar Nähte wieder zuzunähen und das würde sonst nie erledigt werden, also kombiniere ich jetzt diese zwei Sachen. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist Dicht von Stephanie Sargnagel. Das sind quasi ihre Memoiren aus ihrer Jugend in Wien. Ich habe das Buch im Juli in ein paar Tagen gelesen und das war auch, muss ich sagen, der perfekte Zeitpunkt. Einfach ein kurzes Sommerbuch, leicht, witzig, hat mich auch ein bisschen an meine eigene Jugend erinnert, wobei die nicht ganz so extrem war wie ihre, aber auf jeden Fall ein empfehlenswertes Buch für alle, die vielleicht selbst in Wien aufgewachsen sind oder sich einfach ein bisschen mit der österreichischen Jugendkultur auseinandersetzen wollen. Oh oh. Was zur Hölle? Und ja, meine Nähfähigkeiten sind eher mittelmäßig, aber man tut, was man kann. Als nächstes habe ich gelesen All About Love von Bell Hooks. Das stand schon eine ganze Weile auf meiner Leseliste und jetzt habe ich es endlich geschafft diesen Sommer. Das sind mehr oder weniger mehrere Essays zum Thema Liebe, wie der Name schon sagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach hätte es nur die Hälfte gebraucht, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass gegen Ende hin sich einfach nur die gleiche Idee immer wieder wiederholt hat. Trotzdem finde ich, ist es wert, das Buch mal in die Hand zu nehmen und zumindest das erste oder die ersten beiden Kapitel zu lesen, denn der Ansatz ist, finde ich, sehr, sehr nützlich. Stattdessen würde ich vielleicht eher empfehlen The Will to Change. Da fand ich ihre Ansätze nochmal interessanter. Darin spricht sie vor allen Dingen über die Maskulinität und die Rolle des Mannes in der heutigen Gesellschaft und wie die patriarchale Gesellschaft das Leben und die Beziehungen von Männern negativ beeinflusst. Und das finde ich wirklich sehr lesenswert. Das Buch, das mir wahrscheinlich mit Abstand am besten gefallen hat diesen Sommer, The House on Mango Street. Das ist auch relativ kurz. Das hat knapp über 100 Seiten, ist unglaublich schnell gelesen. Es sind Kurzgeschichten aus der Perspektive der kleinen Esperanza, die in Chicago wohnt, in einem kleinen Haus mit ihrer gesamten Familie. Und jede Kurzgeschichte, jedes Kapitel ist ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Alltag. Und es ist einfach so schön geschrieben, aus einer kindlichen Perspektive, aber trotzdem mit einem gewissen Wissen und so emotional und so poetisch gleichzeitig. Also das ist ein Buch, das ich wirklich immer und immer wieder lesen wollen werde, weil ich es einfach unglaublich inspirierend und berührend finde. Zu etwas ganz anderem, und zwar habe ich als nächstes gelesen The Covent Garden Ladies. Es geht um die Sexarbeiterinnen im London des 18. Jahrhunderts. Das ist wirklich in relativ großem Detail erzählt es davon, wie das Leben einer Sexarbeiterin zu dieser Zeit ausgesehen hat, wie dieses gesamte System funktioniert hat. Und es ist fast erzählt wie ein Roman. Es ist aber kein Roman, es sind Fakten. Die Sprache ist witzig und trotzdem akkurat. Also wer sich für Geschichte interessiert, vor allen Dingen für die Geschichte von Frauen und von Frauen in gewissen Branchen, der sollte da auf jeden Fall einen Blick darauf werfen. Und wer nicht ein ganzes Buch darüber lesen will, es gibt auch eine Serie, und zwar Horoscopes, die hat, glaube ich, 3 oder 4 Staffeln. Ist sehr sexy. Die Serie basiert quasi auf diesem Buch. Dann, Good Citizens Need Not Fear ist auch eine Art Ansammlung von unterschiedlichen Geschichten, die alle in dem gleichen Wohnblock abspielen. Und das ist ein Format, das liebe ich, damit kriegst du mich immer. Es erzählt von den unterschiedlichen Personen, die in den
Wohnungen in diesem alten Wohnblock in der Ukraine leben. Die erste Hälfte spielt vor dem Zerfall der Sowjetunion und die zweite Hälfte eben danach. Ich liebe einfach auch die Atmosphäre eines osteuropäischen Wohnblocks. Das hat auch ein bisschen so Kindheitserinnerungen für mich, auch wenn ich nicht während dieser Zeit dort aufgewachsen bin. Aber das trifft mich dann halt immer auch immer direkt ein bisschen im Herzen. Und vor allen Dingen der Humor in diesen Erzählungen ist einfach so typisch slawisch meiner Meinung nach. Ich habe das auch in so 1 bis 2 Tagen gelesen. Es hat nämlich auch nur so um die 200 Seiten circa, denke ich. Also wenn deine Interessen im Ostblock liegen, dann... Das letzte Buch, über das ich heute erzählen möchte, ist folgendes. 40 Years Lost. Dieses Buch wurde aus dem Katalan übersetzt. Es spielt nämlich in Barcelona zu Zeiten des Spanischen Bürgerkriegs und der Nachkriegszeit. Und es handelt von der Schneiderin Laura, die von ihrer Kindheit und von ihrem Erwachsenwerden zu diesen Zeiten berichtet. Dabei erlebt sie natürlich die alltäglichen Dinge, die ein junges Mädchen und eine junge Frau erlebt. Und gleichzeitig wird es natürlich auch politisch, dadurch, dass es zu sehr geladenen Zeiten stattfindet. Ich fand das unglaublich interessant, da ich selbst sehr wenig noch über die katalonische Kultur und Gesellschaft und Geschichte gewusst habe, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Und die Geschehnisse in dem Buch sollen auch am Leben der Autorin selbst leicht angehaucht sein. Die Stimmung ist aufgrund der historischen Positionierung eher finster. Also das ist jetzt nicht unbedingt so Spaß-Strand-Lektüre, aber auch aus einer historischen Perspektive einfach super interessant, meiner Meinung nach. So, und das war meine Zusammenfassung der Bücher, die ich in den letzten Monaten so gelesen habe. Mit meinen Näharbeiten bin ich nicht ganz fertig geworden. Das heißt, ihr werdet mich nächstes Mal wahrscheinlich wieder an der Nähmaschine begrüßen dürfen. Bis dahin